jetzt, wo ich euch alle hier heute Abend sehe, wird mir bewusst, wie außergewöhnlich diese Saison wirklich war. Nicht nur für unser Team, nicht nur für die Studenten. Sie war außergewöhnlich für jeden Einzelnen von euch in diesem kleinen Winkel von Louisiana. Ihr könnt es schaffen. Oh ja, das können wir. Und das werden wir auch. Und ich verrate euch auch, wieso. In unserem Team ist ein junger Mann, der so entscheidend für unseren Erfolg war. Ein wundervoller Student und Athlet. Und ein wundervoller Freund. Ladies and Gentlemen, Bobby Boucher! Du bist die Nummer 1, Wasserträger! Du kannst es schaffen! Ich danke euch vielmals, dass ihr meine Freunde seid. Du kannst es schaffen! Ich möchte die Verlegenheit benutzen und euch erzählen, dass meine Mama nicht weiß, dass ich Footballspieler bin. Verratet meiner Mama bloß nicht, dass ich Football spiele. Das wäre das Beste. Wir haben uns ein bisschen verfahren. Wir wollen eigentlich zur Bourbon Bowl. Aber so wie es aussieht, sind wir hier in Hirnihausen gelandet. Hey, sag mal, Wasserträger. Hast du vor, uns alle umzuhauen? Tritt ihm in seinen Wasserarsch, Greg. Na los, antworte, Dummbeutel. Wenn du auch nur zuckst, dann schneide ich dir den Kopf ab. Du kannst es schaffen! Schneid ihm seinen Scheißkopf ab! Sekunde, ein Augenblick. Was gibt's denn hier für ein Problem, Schätzchen? Was immer es auch ist, wir sollten nicht handgreiflich werden. Nicht wahr, Klein? Ihr Team benimmt sich wie ein Haufen Arschlöcher. Greg, so sollten sich die Botschafter der Universität von Louisiana nicht benehmen. Steig wieder in den Bus, ja? Wie dem auch sei. Angriff mit einer tödlichen Waffe ist ein wirklich schwerwiegendes Vergehen. Officer? Buchten Sie die kleine Landpomeranze ein. Was? Danke sehr, Vicky. Gehen wir.